Moin zusammen, heute aus IJmuiden in Holland mit Sonnenschein, nachdem es gestern die ganze Zeit geregnet hatte. Heute sind wir mit euch zu Besuch bei Saphir Yachts. Neben den Aufnahmen von der 33er, von der neuen, die später kommen, wollen wir euch heute mal zeigen, wo eigentlich die schönen Daysailer, die wir euch immer auf unseren Kanälen zeigen, gebaut werden, wer dafür verantwortlich ist und welche Schritte im Einzelnen getätigt werden. Hier sind wir in der ersten Halle von Saphir Yachts. Hier wird der Formbau betrieben. Man kann sich vorstellen, der erste Schritt zu einem neuen Boot besteht immer darin, eine Form zu bauen. Und wir brauchen für fast alle GFK-Teile, die auf so einem Schiff installiert werden, brauchen wir eine Form. Das ist einmal die Grundlage dafür, dass wir eine hohe Ausbauqualität bieten können. Und zum Zweiten ist es ein Standard, um auch schnell Schiffe bauen zu können. Hier vorne haben wir erstmal Stringer und Schotten für, ich meine, es ist eine 33er, die hier entsteht. Und wenn man hier mal rüber schaut, dann sieht man, dass der Formbau am Anfang immer von Holzarbeiten ausgeht. Die Formen werden also erstmal aus Holz gebaut und dann werden sie nachher laminiert, damit sie nachher zur benutzbaren oder zur wiederverwendbaren GFK-Form werden. Hier hinter mir seht ihr jetzt die Endfertigung bzw. auch schon teilweise in der Auslieferung. Da drüben ist ein bisschen Auslieferung, das zeigen wir euch aber nachher. Hier über uns haben wir einmal das Büro der Geschäftsleitung, das Design Office und nachher noch ein großes Lager. Erstmal geht es aber mit euch in die nächste Halle, weil da kommt nachher quasi das Produkt des Formbaus raus. Da haben wir also schon die mehr oder weniger nackigen Rümpfe mit Gelcoat und auch die halbfertigen Decks. Hier kommen wir jetzt quasi zu dem Ergebnis des Formbaus. Hier sind die Rümpfe, wie sie aus der Form rausgekommen sind. Die Jungs hier arbeiten die auf. Sowohl Deck als auch Rumpf kommen ja aus einer großen Form. Hier haben wir die neue 33er, also nur den Rumpf. Dann haben wir die 27er, die alte 33er, eine 8 Meter Cabin und das Deck von einer 27er. Da hinten sieht man noch ein bisschen Fiberglas arbeiten, also sprich, da werden die Reinforcements gemacht für den Rumpf, also die Verstärkung. Hier bei der 33er kann man ganz gut sehen, wie die Bodengruppe nachher eingeklebt wird. Die ist auf Schaumbasis, da kommt nachher ein Glasgelege rüber. Hier wird also noch, ich sag mal, die grobe Arbeit gemacht. Sobald hier auch Rumpf und Deck miteinander verheiratet werden, geht das Boot nachher in die nächste Halle. Da schauen wir jetzt rein. Das hier ist wahrscheinlich für euch der spannendste Teil, weil man am meisten sehen kann. Hier sind wir der Endfertigung. Da haben wir zum einen hier die 33er. Davon dürfen wir euch leider nicht so viel zeigen, weil es nämlich die zweite Layout-Variante ist. Da müssen wir noch einen kleinen Augenblick warten. Das ist noch nicht so final, wie es gerne sein soll. Da kommt aber sicherlich in den nächsten paar Wochen noch ein bisschen was dazu. Dann haben wir hier vorne schon eine 8 Meter Cabin stehen. Die ist fast fertig. Eine fertige 650, die nach Holland geht. Ein Deck von einer 33er. Das wird wahrscheinlich das Deck sein zu dem Boot, was ihr vorhin gesehen habt. Und dann haben wir noch ein Deck von einer 8 Meter Open da drüben. Das wird eines der letzten sein, die gebaut werden. Ich will euch noch mal gerne ein paar Sachen zeigen, die man hier gut sehen kann, wenn so ein Boot in der Endfertigung ist. Zum einen, also ich würde schätzen, das Boot hier wird ausgeliefert werden so in anderthalb, zwei Wochen. Das sieht im Moment noch sehr nach Baustelle aus, fairerweise, weil alles natürlich noch abgeklebt ist, dass das Boot beschädigungsfrei hier rauskommt. Motor ist schon drin, die ganzen Schaltungen sind drin, die Pinne fehlt noch, aber das Ruder ist schon drin, ein Kiel ist drunter. So sieht also eigentlich euer Boot aus, wenn das noch so anderthalb, zwei Wochen bis zur Übergabe oder bis zur Auslieferung sind. Schön, dass ihr bei unserer Werftbesichtigung bei Saphir dabei wart. Wir hoffen, ihr habt einen tieferen Einblick in den Bootsbau bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wartet auf das nächste Video zum 33er Probesegeln, was in den nächsten Wochen kommt.